Stego! Stego! Was macht der denn da? Habt ihr alle eine Backe oder was? Gott! Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4 in der Primitive Plus Mod. Ja, letzte Folge hatten wir unseren Stego gefangen und ich habe euch gefragt, wie soll er heißen? Tja, es waren jetzt einige Namensvorschläge, die ich jetzt gerade vor mir habe. Da wurde ziemlich oft Stegi geschrieben oder... Moment, ich gucke noch mal ganz kurz. Spike war ziemlich oft drinne. Bert fand ich ganz gut, also... Bert war schon ein ganz cooler Name, aber der beste Name finde ich eigentlich Stöpsel. Also Stöpsel fand ich so ziemlich geil. Ihr könnt jetzt oben mal abstimmen, also oben bei euch rechts in der Ecke, da könnt ihr mal abstimmen, welchen Namen ihr am geilsten findet und da werde ich ihn danach benennen, wenn er in dieser Folge nicht stirbt. Aber ich glaube es diesmal wird er nicht so schnell verrecken, hoffe ich, auch wenn er mal so nah am Feuer steht, aber das sowieso einen nicht verletzen kann. Ich wollte heute einmal bei Herstellen, es gibt noch bei der Herstellung noch einen Construction Table. Den wollte ich noch bauen. Das Eisen haben wir, Stein und Holz haben wir auch. Ich muss mal, er macht schon wieder seine Yoga-Übungen da vorne und langsam gefällt mir das Vieh da draußen. Also ich spreche auf wie ein Roboter. So, ich, das ist der doch eigentlich, ne? Pass auf, oder ist das? Moment mal. Construction Table. Normalerweise kannst du im Construction Table, wenn man, nee, das ist die Werkbank. Construction Table ist wieder was anderes. Es gibt drei verschiedene Tische. Das ist der Wahnsinn. So, dann werde ich aber, denke ich, mal oben reinstellen. So, ich habe mir mal ganz kurz die 11 Eisen rausgeholt. Jetzt brauche ich noch, ich nehme mal die Steine noch raus und wir brauchen noch, ey, hoffentlich ist da noch Holz drin. Ja, wir haben, gut. Oh, Mann. So, Holz, da ist der Bauplan. Was ist das? Achso, das ist Dingsbums. Ich brauche nur ein Stein, fehlt mir schon wieder. Ich weiß, oh, du regst dich wegen so kleinen Scheiß auf. Ja, ab und zu rege ich mich deswegen auf. So, stellen wir das Ding mal ganz kurz her. Die restlichen Steine schmeiße ich mal wieder zurück. Sonst schleppe ich den ganzen Scheiß hier Wochen, Tage und Monate wieder mit mir rum. So, das Holz kommt auch mal zurück. Lumber mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich denke mal... Wir machen jetzt erstmal ein kleines bisschen Inneneinrichtung. Und ich muss bald mal mit unserem Stego spazieren gehen, denn ich brauche noch Salz alles drum und dran. Und ich brauche noch Zement. Könnte ich mir eigentlich auch so herstellen. Mit bisschen hier, wie heißt das, ne? Chitin und so weiter. Ja, habe ich jetzt lange überlegt. Das haben wir jetzt alles. Wo stellen wir das Ding jetzt am besten hin? Mal. Am besten hier oben oder so. Damit wir nicht alles unten stehen haben. Und da kann man auch eigentlich recht gut diesen hässlichen Stein verdecken. Ich teste das jetzt einfach mal. Wo haben wir das Ding? Da. Konstruktionstable. Wir machen das mal so, dass der hier ein bisschen verdeckt ist, oder? Da steht das kleines bisschen ab von der Wand, aber das stört ja nicht. Da kannst du jedenfalls von beiden Seiten ran und dann sieht das so aus, als wenn das so muss. Gut. Dann gucken wir mal rein. Strukturen. Hier haben wir ja Herstellung. Ah, guck mal hier. Hier ist der Schleifstein. Und das ganze andere Lumpe. Gut. Danke nochmal, dass ihr mir das so ein bisschen geschrieben habt. Hier kann ich endlich... Ach, gut. Wunderbar. Hier kann ich das andere Lumpe herstellen. Was haben wir hier noch? Noch ein bisschen Lumberzeug. Oh Gott. Kochen. Ah, sie ist noch der Kochtopf. Und hier ist der Grill. Den wollte ich draußen hinstellen. Da brauchen wir aber noch Zement zu. Ich muss mal ganz kurz gucken... Metall, ein Öltank, okay, Wasserlager, ich müsste eigentlich die Handmühle machen, für die Handmühle brauchen wir auch bloß Stein und Holz, gut, dass ich das vorhin wieder weggepackt habe und mir jetzt wieder 50 Mal hin und her laufen muss, Mann, gut, nehmen wir mal ein bisschen was mit, geht mir aber auch hier bald alles alle, ich muss bald wieder Eisen holen, aber jetzt haben wir ja einen Stego, der wird überladen, der zumindest ist, er ist, oh Gott, ich packe mal noch mehr ein. Er ist nicht der Stärkste, ne? Das wissen wir ja, weil wir mit echt komischen Level gefangen haben. Also einen recht niedrigen Level. Aber zumindest ein kleines bisschen kann er uns verteidigen. So. Machst du deine Yoga-Übung? Ja, er macht seine Yoga-Übung. Alter, was ist denn das heute? So. Stein, Holz. Ich schmeiß auch mal das Metall rein. Vielleicht
Ach komm, wir schmeißen hier alles Mögliche rein. Kann ich ja erstmal auch so als Lager nutzen. Ich weiß, ihr habt, ich schreibe jetzt ziemlich oft, ja, macht hier doch endlich mal Schränke. Die kommen später, wenn das andere Lumpe erstmal drinnen steht. Jetzt will ich erstmal bei Herstellung die Handmühle machen. Ah, das ist zum Früchtepressen. Und die stelle ich auch mal ganz kurz her. Ich will hier beide Dinge drin haben. Die Handmühle, die wäre natürlich interessant, wenn wir die unten hinstellen. Da unten haben wir nämlich noch ein bisschen Platz. So, stelle ich mal hier die Ecke. Und hier drinne können wir... Ah, das ist wie der Mörser. Hier können wir die Lehm herstellen. Organisches Öl. Base Seed. Okay, was ist Base Seed? Also alles, was Samen ist. Da können wir uns das Öl machen und die Lampen. Okay, also Base bedeutet alle Samen, die es gibt. Cool. Das können wir uns herstellen. Handmühle. Was stand da? Okay. Ist halt nicht so gut wie draußen das Öl, aber man kann es verwenden. Das heißt, wenn wir mit unserem Stego ganz viel farmen gehen, dann können wir uns hier unser Öl herstellen und können hier oben unsere Lampen für die Wohnung herstellen, dass wir ein bisschen Beleuchtung drin haben. So, ich will jetzt aber nochmal den Schleifstein aufstellen. Den stelle ich auch gleich mit... Eigentlich stellt man sowas draußen auf, wegen Funken und sowas alles. Na gut, wir müssen es ja nicht so ernst nehmen. Ich stelle den jetzt einfach mal hier hin. Gucken wir das Ding mal an, was wir dann da drin herstellen können. So, ach, hier ist für bestimmt Messer, Waffen und so primitiv. Nahkampf. Hier können wir... Ah, gucke. Hier können wir die große Axt herstellen. Da fehlt mir aber leider momentan das Leder. Und Nahkampf. Ach, hier die Battle Axt. Stimmt, da habt ihr mir ja geschrieben, dass man dafür den Stahl braucht, das Steel. Und... Unten, also bei der großen Axt, da brauchen wir halt noch dieses Leder, wo wir Salz erstmal herstellen müssen. Weil wir mit dem Salz das Leder trocknen müssen. Dass wir das herstellen können erstmal. Ah, ganz schön umständlich, ne? Aber ich finde sowas geil, dass du halt immer ein bisschen wirklich rumforschen musst, was du wirklich brauchst für dies und das. Und danke, dass ihr mir da mal immer ein bisschen helft. Diese Lampe. Wir haben... Nein! Uns fehlt ein Stahl. Dann könnte ich... Warte mal, können wir die andere? Lightning? Hier war doch noch eine andere Lampe, oder? Wo war die? Hier. Da brauchen wir Glas für. Und noch mehr. Noch mehr Eisen. Stimmt. Hier haben wir nur Strukturen drin. Habe ich ob das Eisenwerkzeug schon gelernt? Ich muss mal ganz kurz schauen. Weil ihr habt mir geschrieben, ja, lern das Eisenwerkzeug, das verschwindet auch im Inventar nicht. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir das denn hier haben. Eisenwerkzeug. Wo mache ich das? Das mache ich eigentlich in einer normalen Werkbank, oder? In Werkbank, genau. Bevor ich es wieder vergesse. Wir nehmen das Eisen mal mit, ne? Man weiß ja nie, was man hier braucht. Und noch ein bisschen Fasern und Stein. Ich glaube aber, ich habe... Komm durch hier. Ich müsste hier noch was drin haben, oder? Nee. Mach das Feuer mal aus. Komm. Waffen. Nahkampf. Gut, hier ist es drin. Was brauchen wir denn? Ey, das funktioniert. Können wir herstellen. Gut, ich hoffe jetzt, ihr habt es mir geschrieben. Ihr habt gesagt, das geht da nicht mal kaputt. Und das wollen wir jetzt testen. Das müsste funktionieren. Stellen wir uns das Ding mal her. Und dann gehen wir mit dem Stego dieses Mal noch ein bisschen farmen. Und nächste Folge sieht dann schon ein kleines bisschen besser aus, weil wir dann auch ein bisschen mehr Metall haben. So, achso, hätte ich das Ding da drin vergessen, ne? Ich mach mich fertig, Freunde. So, rüber. Und rein da die Hütte. Wunderbar. Wow. Übrigens, ja, letzte Folge hatte ich angeboten, dass ich eine Umfrage mache. Zwecks, wie heißt es hier? Primitive Plus auf Ragnarok. Ich weiß noch gar nicht, ob die Mod denn überhaupt da funktioniert. Weil die Frage steht noch im Raum, ob das wirklich geht. Ich mach das mal hier. Komm, das können wir so schnell wieder farmen. Leck mich am Arsch. Wir gehen jetzt mit dem Stego mal ein bisschen spazieren. Spring, mein Kleiner! Ja, hast du überlebt. Wunderbar. So. Er ist wirklich extrem langsam. Oh, komm, wir haben einen Schwanz zittert.
Er ist zwar bockenlangsam, aber wir können halt ein kleines bisschen mehr schleppen. So, noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen hier. Ja, ja. Ja, ja, komm her. Ey! Ey, jetzt trifft er den nicht. Mann, tot! Alter! Kann ich so wenig Angriffsschaden hier haben? Passt du da durch? Alter! Trifft der auch noch? Naja, komm her! Du musst doch langsam mal tot sein. Ich ernte schon Holz hier vorne, ist runtergefallen. So, ich wollte kein Holz sammeln. Mann. So, es hängt da hinten eh hinter dem Stein fest. Mir egal. Wir können jetzt erstmal einfach so durchwandern. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt angegriffen werden. Sonst ist es mit der Namensauswahl nicht oben in der Ecke. Ah, jetzt bist du langsam. Komm. Zieh durch. Ja, jetzt haben wir bestimmt einen Haufen Blutegel an uns. Mensch, ihr blöden Kackviecher. Haut ab. Der kriegt die Blutegel immer tot. Ah, die können wir nachher abziehen. So, natürlich, wie soll es auch anders sein? Da vorne kommen noch Raptoren. Es kommt... Na, hau ab, Frosch. Nein, jetzt habe ich mir den Frosch angelegt hier. Der macht uns tot. Mit unserem... Nee. Haut ab! Ja! Es kommt einfach alles... Nein, 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 nein. Mann, haut doch mal! Nein, nein! Halt ihn ab! Was heilt dir in die Zahn, du Arsch? Ich treffe den nicht. Fuck it! Nein, das ist wieder Blutegel an mir. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, hier wegzukommen. Mann, weiß mal jetzt die Scheiße weg. So. Noch mehr Blutegel. Noch mehr. Was? So, der Blutegel an mir, der stört mich jetzt erstmal nicht, aber ich muss mal ganz kurz unser Stego retten. Der ist voll mit Blutegel. So, einen habe ich noch an mir. Das dürfte ich aber bis nachher, denke ich mal, überleben. Hoffe ich mal. Okay. Ich weiß, ich stelle mich an der letzte Depp, aber das Vieh ist halt nun mal bockenlangsam. Und da vorne sind wieder ein Haufen Tiere, die einen auf den Sack gehen werden. Ob wir da lebend oben auf dem Berg ankommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, jetzt haben wir noch einen Rex da vorne. Und Skorpion, haut ab. Hallo? Trefft die nicht. Alter, haut ab! Tut sie mir nichts? Guck das an. Rex! Lauf! Rex kommt! Ich habe ihn gehört! Bitte, bitte, bitte! Nein! Ist aber doch ein Gardo da vorne! Das wird so eine Jammerfolge, der ich einfach nur rumbrülle die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht. Mann, bitte werd doch mal schneller. Wo ist der Rex? Gut. Hau ab! Ich habe mich hier gerade um den Rex geschärft und du gehst mir auf den Sack. So. Weiter. Na, jetzt sind wir wieder überfüllt und ich komme wieder nicht weiter. Ich denke mal, einen Kano müssten wir eigentlich wegklatschen können, oder? Kommt natürlich auf sein Level an. Ey, sind das zwei Kanus? Aua, da kommt der wirklich her. So ein Arsch. Hopp! Der trifft sogar noch. Oh, jetzt kommen ganz viele. Mann! Er hat einfach mal mich getötet.
So eine Sackratte! Ich will meinen Scheiß wieder haben. Lauf, Forrest, lauf! Wo ist er? Ey, das ist... Mein Stego lebt noch. Da liegt ein Kanu. Da, vor ihm liegt auch noch ein Kanu. Das Problem ist, wir haben da noch ein... Alter, wie viele Kanus sind denn hier? Stego! Komm mal mit, komm zu mir! Ja, ja, komm her! Ich muss mal... Wo ist meine Leiche, wenn hier ein Kanu liegt? Hast du mein Zeug gefressen? Wo ist mein Zeug? Wird du fein gemacht. Ach, hier. Wir stehen auch daneben, ne? Ich nehme mal alles wieder mit. So. Und, ja, das müsste eigentlich klappen. Ja, der hat mir auf dem Zeug zerdroschen. Jetzt haben wir das Problem, da oben ist noch ein Kanu. Ob Stego das schafft? Man weiß es nicht. Ich ziehe mir erstmal ganz kurz was an. La 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 la. Können wir das reparieren? Schuhe? Nein. Handschuhe können wir noch reparieren. Ich muss da hoch. Warum sind denn auf einmal so viele Kanus hier? Aber er hat schon zwei gekillt. Wir nehmen ja Stego einfach mal mit, so als Backup. Oder... Greif den Kanu an! Nicht mich! Oh, Level 60! Nee, nein, nein! Wie dumm ist das denn? Mann, fertig! Oh! Naja, ich muss den einfach nur ablenken. Kanus sind ziemlich dumm, wenn ich immer um die rumrenne. Dann kriegen die mich nicht. Egal, ob der Level 60 hat. Was ist denn hier los? Stego! Stego! Was macht der denn da? Habt ihr alle eine Backe oder was? What? Ach! Stego! Ich habe noch einen Bogen, ne? Ich hab Betäubungspfeile drin. Fuck. Nein! So ein Arsch! Er hat den Stego getötet. Fuck! Der betäubt dich halt. Ich hasse Kanus. Ich hasse Kanus. Ah, jetzt muss ich warten. Wo kam dieser Kack-Triceratops auf einmal her, ey? So ein blödes Mistvieh. Und jetzt wisst ihr, warum ich Kanus hasse. Weil die einfach nur unnormal viele sind und die töten jedes Mal meine Tiere. Ich werde trotzdem noch einen neuen Stego besorgen. Sonst, ja, wäre die Umfrage ein wenig sinnlos. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es nach der Folge noch, dass ich irgendwo ein Stego ranbekomme. Ah, und ich konnte bei mir nicht zu Hause spawnen. Da stand irgendwie ein Timer von 16 Minuten. Ich warte doch nicht 16 Minuten, bis dahin bin ich wieder nach Hause gelaufen. So, ich muss mein Zeug auch noch wiederholen. Das wird aber auch nur 13 Minuten noch da liegen. Ich mache mal einen kleinen Cut rein. Ja, Freunde, ich habe nur noch halbe, ja, ein bisschen unter halbe Leben, weil ich hier permanent irgendwo runterklatsche. Jetzt haben wir noch einen Rex da vorne. Jetzt kommt mir bestimmt wieder alles in den Weg. Ich will eigentlich nur mein Zeug noch holen. Oh Gott. Ich trampel wieder in sämtliche Viecher rein. Mal gucken, was die Ausdauer sagt. Er ist gerade beschäftigt. Ja, bitte häng fest. Ach, er guckt mich an. So ein Arsch. Da vorne der Kanu, der bringt wieder alles um. Ey, wie hast du jetzt auf die Entfernung mich fixiert? So. Jetzt kommen auch noch Terrorbirds. Gut, Terrorbirds rennen runter und fressen. Greif doch mal den Großen an. Ich will doch nur meine Ausrüstung wieder haben. Ich denke, glaube, Freunde, das wird nichts. Ich werde gleich wieder abnippeln, aber sowas von hart. Weil da oben sind jetzt auch noch Terrorbirds. Oh Gott! Ist er weg?
Oh Gott, ich bin immer noch da. Ach, Mann. Ja. Von überall kommen sie jetzt. Jetzt wollen sie mir so richtig auf den Sack gehen. Jetzt, oh, ich darf wieder zu Hause spawnen. Wunderbar. Ja, Freunde, ich glaube, das bringt nichts. Mein Zeug ist da oben verloren, wenn er jetzt erst 3 Kanos sind und jetzt auch noch Terrorbirds und einen T-Rex. Ich frage mich, wo die... Die wollen mich heute so richtig fisten, ne? Ah, na gut. Ich werde mir gleich neues Zeug craften. Und gucken, wo hier noch ein Stego ist. Dann werde ich mir gleich noch ein Stego besorgen. Nächste Folge haben wir dann wieder eine Stego. Ein Sattel brauche ich auch noch. Mein ganzes Eisen ist weg. Gut. Nächste Folge habe ich das Zeug wieder. Und dann hat der Stego auch einen Namen. Bis zum nächsten Mal, da rein. Macht's gut. Ciao.